Und wir sind zurück, Leute, bei Super Mario Maker 2. Huiuiui. Wir werden mit einem leichten Level anfangen, in dem beliebten Level natürlich Zickzack, Climb Up the Hard Winter, Going Zickzack and React Fast to the Falling Platforms, Climb Up the Level. Ich glaube, den konnten wir letztes Mal nicht machen, weil der rausgenommen wurde von Power Nong X. Ich weiß nicht warum, aber wir gucken jetzt mal rein. Ich bin gespannt, was er jetzt da gemacht hat. Nun, dann gucken wir mal. Los geht's. Fängt ja schon mal gut an. Oder haben wir das Level schon mal gemacht? So, läuft auf jeden Fall bis jetzt gut. So, Stufe 1 haben wir geschafft. Easy. So, weiter. Okay. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, oder? Obwohl da stand, dass wir das noch nicht gemacht haben. Merkwürdig. Aber ich mag die Mucke. So. Das war Stufe 2. Nice. Stufe 3. Und geschafft. Easy. Das war geil. Fand ich gut, das Level. Fand ich gut. Haben wir auch noch nicht gehabt, habe ich am Ende gesehen. Oh, Super Jump 6 ist raus. Oh, ich spiele immer die gleichen Level. Na, tut mir leid, aber ich finde die so geil. Ich liebe sowas halt einfach. Gleich werden wir aber mal ein neues Level ausprobieren. Und nicht immer nur die Super Jump-Dinger. So, gucken wir mal, was Super Jump von Deatendo zu bieten hat. Ja, einige knappe Sprünge sind dabei. So, damit haben wir Stufe 1 geschafft. Vorsicht. Und los. Oh, Brudi! Oh, ich liebe das so hart. Das ist ja mega nervig gerade gewesen. Was war das denn für ein Scheiß? Dieses Mal habe ich es easy geschafft. Keine Ahnung, was das sollte. So, rüber. So, das war... Ja, toll. Ich bin verreckt, weil ich ein dummer Idiot bin. Den Super Jump fand ich jetzt aber nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Den fand ich nicht so geil. War okay, aber muss man nicht machen. Ich habe ja gesagt, wir machen mal was Neues. Wir machen mal Danger Boo Castle. Das hat eine Schwierigkeit von 4 Sternen. Ich bin gespannt. Dann wollen wir mal. Oh! Ach so, ich verstehe. Okay. Okay, 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 okay. Sehr schön, weiter geht's. Das ist auch geil. Oh, die Idee ist ja richtig nice. Safe. Go. Okay, weiter geht's.
So, das hätten wir. Das war easy. Okay, das ging auch klar. Run. Okay. Dann renne ich. Oh, Speedrun. Nice. Das war ein geiles Level. Krass. Richtig nice. Fand ich gut. Fand ich gut. Weiter geht's. So, was haben wir noch? Deep Dive Devastation. Can you find the legendary treasure and return to the surface alive? Von Wurstbrain. Mal gucken, was Wurstbrain für ein Level hat. Ha! Gucken mal. Oh, Unterwasser ist scheiße. Wenigstens gibt's einen Pilz. Das ist ziemlich nice. Kann man machen. So, dann gehen wir mal runter. Okay. Noch ein Pilz. Aber wir haben unseren bis jetzt ja noch nicht verloren. Ein One-Up. Oh, nett. Hier hat er extra einen 10er-Coin versteckt. Das Level ist ziemlich chillig, oder? So, weiter geht's. Noch ein Pilz. Den gönnen wir uns. Los, Mario. Stoß mit deinem Kopf da gegen die Wand. Aber ich frage mich, wie Mario so lange unter Wasser bleiben kann. Der muss ja eine Lunge haben, die größer ist als keine Ahnung. So, hier runter. Oh, bitte nicht diese Stacheldinger. Da habe ich ja jetzt Bock drauf. Hier haben wir noch einen Pilz. Ein Checkpoint. Und noch ein Pilz. Sehr nice. Na! Oh. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Gleich auf die Schnauze dafür gekriegt. War ja klar. Ich habe den Schatz gefunden. Nice. Das ist natürlich ziemlich geil hier. Da gibt es nochmal eine Fireflower. Geilo. So, dann wollen wir mal. Mal gucken, was uns erwartet. Oh, das ist nice. Das ist richtig geil.
Das war ein chilliges Level. Jemand hat das einfach in einer Minute 55 geschafft. Krasser Dude. So, mal gucken, was wir hier noch so finden. Ghost Racer, The Expert Winter. Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Ich bin noch in vollkommen einer anderen Steuerung drin. Speedrun in the Sky, 20 Seconds. Another Speedrun, 20 Seconds in the Sky. Thanks for playing, von Deatendo. Wir gucken mal, 17% Abschlussrate, das ist okay. Kann man machen. So, dann wollen wir mal. Und nice. Das war easy. Aber der war cool. Die Ideen waren nice. Gab's zwar schon überall, aber ich fand den ganz okay. So, aber ich wollte eigentlich Ghost Racer, the Expert Winter. Ghosts are fast when they ride a Twomp. Race with all your skills. Oh, da bin ich gespannt. Wir sollen also gegen Geister ein Wettrennen machen. Ich bin super gespannt. Auf sowas stehe ich, ja. Ist ja nicht unbedingt ein Speedrun jetzt. So, wollen wir mal. Oh, scheiße. Oh, da hätte man rutschen müssen. Oh, das ist ja fies. Okay, dann nochmal. Das habe ich nicht so schnell erfasst. Los geht's. In diesem Part haben wir viel mit Geistern, oder? Kommt mir das nur so vor. Na, was? Och komm, jetzt habe ich den aus Versehen geworfen, wieder gefangen und wieder gefangen, oder was? Kannst du dir ja nicht ausdenken, die Scheiße. Nice. Checkpoint, weiter geht's. Und geschafft. Na, ja, das Level fand ich wieder richtig nice. Das fand ich cool. Kann man auf jeden Fall richtig nice machen. Geiles Level. So, mehr von sowas, wo man ein bisschen was tun muss. So, was haben wir hier noch? P215 New Super Jump. Speedrun Serial. Oh nee, ich will jetzt nicht noch einen Super Jump. Ich habe versprochen. Snowfield On-Off Speedrun. Das ist ein Japaner-Level. Das kann nur scheiße werden. Wir gucken einfach mal. Ja. Oh Gott, ich Idiot. Kannst du dir ja nicht ausdenken, Alter. So, und weiter geht's. Okay. Nice. Okay, das war doch gar nicht so schrecklich, wie ich gedacht habe. Ich dachte, Japaner-Level sind immer scheiße, aber das war eigentlich auch voll okay.
Der Weltrekordhalter war sogar ein paar Millisekunden schneller als ich, hätte es gedacht. Please input the course description. Wir gucken mal von Kaizo. Das sieht jetzt wie ein Super Jump aus, aber ich schau mal. Ich hätte ja mal wieder gerne Crazy Jump Level. Die fand ich bis jetzt alle am besten von den Jump Leveln. Oder hat das ein bisschen anders gebaut? Der hat das so gebaut, dass die an irgendwelchen Haken dranhängt. Das ist cool. So, das hätten wir. Das war easy. Oh, scheiße. Das war knapp. Na! Fuck. Zu langsam realisiert. Das war super schlecht von mir. Man merkt, dass ich noch extremst müde bin. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, Leute. Oh, sowas passiert mir normalerweise nicht. Perfekt. Und dann auch noch so kurz vor Ende. Ja, das ist cool. Ja, kann man auch spielen. Kann man auch spielen, aber wir wollen mal wieder ein richtiges Level haben. Saw and Order Special Desert Unit. Can you see these saws? Watch out and make it through this desert. Gut, dann wird das wohl von MacMeaty das letzte Level für diesen Part. Ich bin gespannt. Mal wieder ein normales Level. Zum Glück. Oh Gott. Nein! Mario, please! Scheiße. So, wenigstens mal... Oh Gott. Ich hasse das. Verreck doch, Alter. Uff. Perfekt, nice. Rüber. Entschuldigt für diesen Lag. DisplayPort Deep Sleep. Sollte hoffentlich nicht nochmal vorkommen in diesem Part. Ich kann nur hoffentlich sagen, wir werden sehen. Aber ihr habt das ja eh nicht mitgekriegt, weil ich einen Cut gemacht habe. Also von daher halt so schlimm hoffentlich. So, perfekt. Weiter geht's. Jetzt geht das eigentlich alles voll. Danke für den Fuffi. So, rüber. Nice. Das war so klar, dass ich das nicht rechtzeitig sehe, ne? Du kleiner Pisser. Ja, Diggi. Vergiss es. Oh nein. Boom, boom.
Echt jetzt? Das war ja easy. So, auf Wiedersehen. Kleiner Lappen, Alter. Nice! War ein cooles Level. So, aber dann würde ich den Part für heute auch wieder hier beenden. Wir haben in diesem Part viel mit Geistern gemacht. Im nächsten Part gucken wir uns wieder andere Level an. Mal schauen. Vielleicht suche ich da mal wieder was raus. Ich bedanke mich hier bei euch aber an der Stelle fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Mario Maker Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Bis dann! Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Mario Maker 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Mario Maker 2 sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Videos, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!